Großes Finale, Let's Play Dead Island. Und wir haben gerade eben eine Rettungsschwimmerstation, wie sagt man, befriedet. Wir alles kaputt gemessert haben. Jetzt sollen wir zu Hause anrufen und Bescheid sagen, dass alles wieder geht. We're doomed! Der hat ja genau erkannt, worum es geht. Das ist jetzt die Insel, wo wir sind, aber man kann nicht erkennen, wo wir jetzt sind und was noch los ist. Ne? Schade. Spoiler Alert, es ist eine Insel und es ist alles voll mit Zombies. Und wir spielen einen Gierschlund, der sich seine Getränke nicht für später aufheben kann. Ah, hier hat man eine Schnellreisefunktion. Das mache ich aber gleich erstmal. Du musst erstmal anrufen. Dass er sich nicht viel gleich aufheben kann. Ich sauf mich jetzt aber. Der hat doch schon so Baggy Pants an, da kann man, kriegt man noch locker ein, zwei so Dosen rein. Weißt du, was da schon alles drin ist? Okay, hard to take a look. Kleber. Ja, ja. Das ist halt super. So. Nee, dann erstmal noch hier. Magnet. Ja. Yeah. Hier alle gute Waffen kommen später. So, die wollen jetzt zu uns kommen. Fragt man sich jetzt halt, warum sie uns vorgeschickt haben, gell? Hä, die hatten ein Auto. Ja. Und uns haben sie ja zu Fuß hingeschickt. Weil ich meine, so die große Bedrohung war es jetzt auch nicht, dass man das nicht irgendwie auch in der Gruppe gerade hätte erledigen können. Aber es ist ja auf Koop ausgelegt, also eigentlich wären wir ja theoretisch zu viert hier unterwegs. Da habe ich auch übrigens Lust drauf, das mal zu probieren. Nee, Martin, nicht mit dir. Sagst du doch, immer. Doch. Das kennt man auch schon, ne? Aus unserem Gameplay-Video, dass dieser Typ in seinem roten Anzug steht. Ja. Ah, jetzt kriegen wir das Ermüden der Eigenbau-Hackmesse auf Stufe 3. Schon übersetzt, das erinnert ein bisschen an Diablo. Ja, Rotzschleim der Eitrige oder so. So. Traum, das habe ich jetzt ausgewählt. Oh, Entschuldigung, ich wollte die Waffe wechseln. Machst du das immer so? Guten Tag. Ah, auch nicht. Ich habe vergessen, welche Knopf. Das ist übrigens der Klassiker, dieses... Ja? Was ich die ganzen Entwickler ja nie absprechen können für eine Tastenbelegung, dass immer irgendwie den lieben Kindern die Hand schütteln und Handgranate zünden immer auf eine und derselben Taste ist. Und dann stehst du dort irgendwo gerade in der Freundesgruppe und zink, Granate an und alles kaputt. So, dann wähle ich jetzt mal unser... Ermüdendes Eigenbau-Hackmesser. Das wähle ich natürlich jetzt aus. Und zwar hier rechts. Ja. Ich mag nämlich das kleine Messer nicht. Habe ich ja auch ganz halt eben schon gemosert. Ja, guck dir das mal an, das ist doch super. Cool. So. Kannst du mit ihm nicht gleich wieder quatschen? Man hat einen neuen Auftrag? Nee, da will nee, ich nicht. Irgendwas hat er gerade gesagt. Wir mussten. Da draußen wollen wir. Ich möchte trotzdem nur mal kurz schauen. Na gut, ich habe noch nicht mehr entdeckt. Man muss wahrscheinlich die verschiedenen Karten entdecken und kann dann zwischen hin und her reisen. Wie viel Geld man hier findet, ist ja der Hammer. Das Paddel nehmen wir auch mal mit. Hast du eigentlich gesehen, ob wir irgendwie eine Begrenzung haben? So Tragebegrenzung? Wie ein Fallout oder so. Cash. Ah, 12 von 12. Ja, jetzt ist Schicht, oder? Jetzt ist Schicht, ja. Ich schmeiß mal ein rostiges Rohr weg. In dem schau mal, also, Stil. Ja, irgendwas, was kaputt ist. Du siehst ja unten immer an diesem Kreis auch immer, wie kaputt das schon ist. Oh, das macht's. Das ist ja auch völlig hinüber. Ja, Haus weg. Das auch. So, sehr gut. Mit dem Alkohol können wir uns nachher noch neue Molotovs bauen. Oder hinter die in die Rübe kippen. So, bei dem Geld wartet wahrscheinlich ein neuer Auftrag auf uns. Ja, das ist wahrscheinlich Ebene. Unten. So, was hat der für einen Auftrag für uns? Der Hank. Hank! Got a job for you. Nowhere. Hä? Hast du gerade eben damit hergefahren? Haben sie ja kaputt gemacht, die Deppen. Kaputt gespielt. So. If you can find me a few necessary parts from any nearby wrecked cars. Sieht auch so ein bisschen aus wie der Typ. Genau, es ist genau der Typ. Ähnlich unsympathisch auf jeden Fall. Das finde ich sehr so süß, wie sie alle mal dieses. Die haben alle dieselbe Kinderhandschrift und malen uns immer so ein kleines Bild. Lazarus erhebt sich. Das hört sich aber nicht gut an. Nee. Jetzt habe ich aber gar nicht diese Brotkrumen. Ja, aber du hast diese Ausrufezeichen und diese Ausrufezeichen sind andere Quests oder. Leute verbrennen. Okay, für jeden sollen wir Benzin besorgen. Ja, mach ich auch. Das ist halt jetzt der klassische Sammelquest-Dings.
That way you can move more gas. So. Na gut, da gibt's zumindest. Und da oben ist noch ein Auftrag. Ich guck nochmal hier rein. Können wir gleich mehr Sachen. Nee, geht nicht. Gibt doch ganz schön viele Aufträge. Guck das mal an, wie viele Ausrufezeichen da sind. Jetzt mach mal was. Ja, ich gehe jetzt zur Tankstelle. Zu Hause schlagen sich jetzt irgendwie alle Hände über dem Kopf zusammen. Du hättest alle Quests annehmen sollen, hättest du nur einmal gehen müssen, du Vollidiot. Aber so sind wir halt. Vollidioten. Hallo. Hübsch. Wo ist die denn? Die haben wir vorhin kaputt getreten. Das war die mit den verfaulten Händen. Du kannst ältere Hinweise. Da musst du Zündkerzen rauspopeln. Ja. Das macht mein Mechaniker auch immer so. Was in der Hand. Ah, mein Auto muss in die Werkstatt, hat's gesagt. Echt? Mhm. Steht immer im Display. Service. Sagst so viel wie, fahr mich in die Werkstatt, blöd Mann. Cardio-Training. Achso, wenn man rennt, vielleicht kriegt man auch mehr Ausdauer nach einer Weile. Nicht so, die sind doch alle noch da. Wow. Hinter dir. Du stehst auf einer drauf. Ja. Oh, das Kackmesser ist aber ziemlich bitter, ne? Ja. Das kann einiges. Meine Fresse. Oh, daneben getreten. Ach, jetzt ist das... Wo ist denn diese... Na, jetzt gibt's aber hier... Aktiviert. Oh, jetzt ist der Schlagring mit dem... Habe ich ja genau richtig aktiviert. Ja. Das Auto nämlich zusammenschlagen. Also ist schon. Das Drecksauto. Okay, jetzt haben wir das auch gelernt. Aber das macht irgendwie insgesamt einen sehr viel runderen Eindruck bisher als das letzte Techland-Spiel. Wir haben ja auch zusammen Call of Juarez gespielt, ja, was ja auch von Techland ist. Und das war ein ziemlicher Quatsch, aber das hier... Das ist total super bis jetzt, aber ich mag das echt gern. Oh. Ah! Ah, und der steht noch! Bleib doch liegen! Ich würde mich an seiner Stelle totstellen nach so einem Angriff. Ach, ist ja nicht mehr so klug. Sag mal, wie machen wir das jetzt total kaputt hier, das Messer? Also ist das jetzt schon voll abgenutzt? Sollte man sich das nicht vielleicht irgendwie für coole Gegner aufsparen? Oh, guck mal. Ist ja fast kaputt. Das kann ich aber reparieren, ja. Ja, ja. Aber trotzdem, ne? Das Messer ist ja geil. Ich bin gerade voll der Messer-Fan. Ich will mal wieder das Rohr aus. Das ist übrigens ein Bug. Das stimmt. Ich kann auch ganz zertreten, bis die Stiefel kaputt sind. Immer in den Arsch geht. Da steht hinter dir einer auf. Ich wollte wegrennen. Mann, der Martin kann ja gar nichts, ist gestorben. So ein Versager. Mann, Martin, echt. Du machst jedes Let's Play zu einer Lachnummer. Ich wollte die ganze Zeit wegrennen, bin ganz in den Fall gelaufen. Ja, du hast gesagt, nimm doch mal nicht das Messer. Das ist auch kein Messer, das ist ein Beil. Ist ja, aber ein Beil. Weißt du, wie gut ich damit unterwegs war mit dem Messer? Das war der Hammer. Du hast mir jetzt... Wow! Das ist ekelhaft. Das überhaupt? Das Getrete ist halt das Äquivalent zur Left 4 Dead mit dem Gewehr zu Kolben zuschlagen. Was man auch machen kann, bis man schwarz wird. Ja. Aber irgendwann haben sie das ja, dass du dann dadurch müde wirst. Das macht auch nicht so viel Schaden, also das würde halt ewig dauern. Aber... Und er auch nochmal, komm, jetzt bleib doch mal liegen, danke. Aber ich finde das so besser, wenn man diese Energieanzeige ausgestellt hat. Das macht irgendwie. Das andere war doof. So, jetzt muss ich irgendwie beim Savepunkt wieder starten und eine Weile. Da schreit auch jemand. Kommt her. Au. Sind da hinter mir welche oder was? Nee. Ich weiß übrigens, dass meine Lieblings-Dead Rising-Waffe ist. Ja, was denn? Nee, Quatsch, das war gar nicht in Dead Rising. Das war bei mir zu Hause. Frau! Sorry, man. Schieb die nochmal auf? Nee, okay.
Nee, es gibt da so ein. Der hält ganz schön was aus, ja? So einen komischen Bohrer oder so. Den haust du in so einen Zombie rein und dann dreht sich der auf den. Der Zombie dreht sich. Und dann schlägst du quasi mit dem seinen Beinen und seinen Armen die anderen Zombies kaputt. Und der wird dann halt zunehmend zu so einem blutigen Stumpf nur noch. Und das ist halt so eine ekelhafte, übertriebene Blödsinnswaffe. Dann wäre ich, ja, cool. Deshalb, Kinder, muss ich irgendwann mal in die Klapse. Aber jetzt noch nicht. Jetzt muss das mit mir spielen. Ja, ich will aber in die Klapse. Glaube ich auch ähnlich. Ah! Ja, ah! Also jeder, der gedacht hat, das hat so ein bisschen was, dass man auch mal über diese Insel schleichen muss und sich so überlegt, wie man geht und so. Nein. Das ist halt nicht. Es ist halt echt viel Gehacke und er ist tot. Entschuldigung. Ich wollte deine Worte nur unterstreichen. Es hat kein sehr besonders subtiles Spiel, es ist halt ein Splatter-Spiel. Und das ist bestimmt im Koop noch viel lustiger. Ich meine, jetzt sitzen wir hier zu zweit da und gucken halt einer Figur zu und machen halt Späßchen. Und ich glaube, das ist nochmal besser, wenn man das mit jemandem zusammenspielt. Ah, die waren alle noch nicht durch. Oh, das sind jetzt ganz schön viele. Da ist der Fuß immer ganz gut. Oh, gerade mal ausgewichen hier. Der kann auch nicht. Ah, die lassen mich jetzt aber auch nicht hier raus. Martin muss gucken, wo du hinläufst. Nee, ich kann nicht gucken, wo ich hinlaufe. Die sind noch hier. Hack sie doch mit dem Ding, wenn sie einzeln kommen. Dann machst du denen keinen Schaden. Ah! Links, linker Trigger, rechter Trigger. Genau. Au! Oh oh. Der Schiedsrichter schaut auf die Uhr. Oh oh. Ja, ich auch nur. Gerade ein bisschen. Ah! Links, rechts. Man kann natürlich auch alle Tasten drücken, das geht scheinbar auch. Nee, nee, ich mach das. Das stimmt überhaupt nicht. Ich mach das ganz gezielt und taktisch. So, der ist weg. Danke. Jetzt? Nein! Geh doch weg! Nein, nein, nein! Was soll ich da sagen, Martin? Das waren aber auch viel mehr. Michi 1, Martin 2, Tode. So, ich muss aber noch ankommen bei der Tankstelle. Der Safe-Punkt war nicht weit weg. So, jetzt mal hier. Das sind ja wahnsinnig viele. Ich hätte mir doch mein Messer aufheben sollen. Okay. Okay. Das ist hier der Boss auch von mir. Das ist einer von diesen Starken, der auch vorhin bei dem Garagentor da war. Ja. So eine Sportskanone. Die sind ja auch in der Realität schon immer so unsympathisch. Untot noch viel mehr. Hat es nicht besser gemacht. War auch nicht so viel schlimmer. Und, nein, der ruht auch sofort wieder aus. Das ist eine harte Sau. Ich dachte, jetzt habe ich ihn ein bisschen betäubt. Oh no, you didn't. Muss. Ah, guck dir mal den Arm an! Hast du den Arm gesehen? Nee. Der ist voll durch, der hängt nur noch so an der Haut dran. Das reicht aber auch nicht, hier umzuhauen. Ja, den anderen. Oh, der baumelt da ganz schön. Ich hab den Arm geguckt und stell mich so doof an. So, ich muss mich jetzt ein bisschen konzentrieren. Weil beim ersten haut der zu. So. Komm, jetzt hau mal. Ja, der Arm hat, musst du eigentlich keinen Punch mehr haben. Der schon, der andere nicht. Ey, der ist ja gemein. Der Martin wird von einem Einarmigen verhauen. Die haben später noch so super Mutanten-Monster. Du bist von einem Einarmigen verhauen. Ich stelle mich jetzt gerade extrem doof an. Mir ist das richtig. Da nimmt das, was ist das? Schweres Rohr. So, habe ich das jetzt richtig aufgehoben? Erstmal Taschenlampe anmachen. Das hast du schon in der Hand. Und das ist jetzt so kaputt, dass man damit nicht mehr zuhauen kann. Also scheinbar, ja. Was, wie viel Schaden macht? Das macht 64. Das macht viel weniger. Ich nehme mal hier den, ich nehme noch Stufe 4. So, dann nehme ich nochmal das schwere Rohr, ja.
Also ich hatte eben mich ganz gut damit gefahren, dem halt immer echt direkt auf den Kopf zu hauen. Dann ist er, scheint er irgendwie länger gestunt zu sein, als wenn du ihn nur am Körper triffst. Und die Lampe brennt. Also Martin. Draußen. Kann ich ihn nicht blenden? So retten wir diesen Planeten aber nicht. Den Kleinen habe ich jetzt mal umgehauen. Man hat aber, ich habe gerade sehr viel Schwein, weil der haut mir immer gerade so viel weg, wie ich wieder regeneriere. Das heißt, der kann ich immer einmal hauen. Achso, ich bin gerade der Kopf abgeflogen. Aber das Verletzungs... So. Jetzt hast du Level 4. Oh, das war harter... Die hatten ja mal eine Zeit lang noch krassere, also das Verletzungssystem, was sie jetzt im Spiel haben, ist ja schon relativ detailliert, aber die hatten mal eine Zeit lang noch detaillierteres, wo sie dann irgendwann gemerkt haben, ja, das kriegt halt kein Rechner berechnet, das können wir so nicht drin lassen, und das haben sie es ein bisschen vereinfacht. Also die hatten teilweise halt irgendwie unterschiedliche Hautschichten und Muskeldings, was man alles kaputt machen kann. Und ich meine, das hast du ja gesehen, dem Knochen brechen kann man scheinbar immer noch, aber es ist nicht mehr so detailliert, dass man jede Hautschicht da einzeln hat. Ich mache mal noch, wie man das halt immer am besten macht, glaube ich, in jeden Talent gleich viele Punkte reinsetzen. Genau, dann ist man nämlich total gut. Dann hat man das Spiel gewonnen. So, aber jetzt kann ich die bessere Waffe tragen. Ja. Und jetzt geht es nämlich richtig los. So. Und dann Vollgas. So. Boah, jetzt, wow. Das sieht schon ganz aber aus. Der sieht, er ist ein bisschen, ich hätte gedacht, dass dann der Knüppel wäre dicker. War es nicht in diesem Spiel oder was das That's war? That's what she said. Martin, du musst mal hier deine Mission auch machen. Du spielst hier nur am Pool. Wir sind nicht zum Urlaub. Ich hab Urlaub, du hast keinen Urlaub. Manchmal, wenn die so schreien, habe ich mal das Gefühl, da steht noch einer direkt hinter mir. Da ist noch einer, deswegen muss ich den mal hier schnell loswerden. Der ist doch hin. Naja, ich wollte nur das Geld aufsammeln. Deodorant aufgehoben, fährt der Neo dabei. So sieht er aus. So mal, dass die mal nicht hinter mir stehen. Das ist nämlich auch unangenehm. Nee, der steht nicht wieder auf. Der spritzt so am Kopf. So. Und auch nochmal. Der hat immer noch nicht genug. Das wäre jetzt übrigens gerade die der Beitrag zum Thema, nein, Videospiele sind nicht gewalttätig. Das ist alles nur harmloser Freizeitspaß. Ist das, nur verunglimpft. Ist das eine kranke Scheiße? Das ist echt. Wir wollen nur ein bisschen Spaß haben mit unseren Spielen und werden immer in so eine Ecke geschoben. Bloß halt in solche Spiele spielen, wo man Leuten den Kopf zermatscht. Ah! Raus da, das ist dunkel! Ich habe eine Taschenlampe. Ah, nee. wenn ich die Taschenlampe anmache, dann mache ich wieder. Da, mach die Taschenlampe aus, dann sieht man die. Dann fürchte ich mich noch mehr. Ah, weg hier. So. Das war in Resident Evil, war das auch immer die beste Methode, einfach mal weglaufen. Oh. Au. Ah. Ich doch. Junge, das macht keinen Sinn. Ja. Man ist immer so ein bisschen erleichtert dann, aber auch wenn es vorbei ist. Warum ist denn der Pool noch nicht voll mit Rot? Was ist denn hier los? Vielleicht, wenn ich jetzt mal reingehe. Putz dich mal ab. Ja. Nee. Ich sollte doch jetzt eigentlich HP regenerieren. Passiert es da ganz langsam? Bestimmt. Nee, ich glaube nur das erste Ding regeneriert, oder? Nee, ich sollte 10% pro Minute regenerieren. Das war so ein Schadensbonus von hinten. Oh. Die ist aber sauer. Kannst du mal die vielleicht? Und der nächste. Wenn man das übrigens so hört, wie Martin ist es.
das ist Martin, drückt nur zwei Tasten und nicht alle gleichzeitig. Ja, das war auch das. War rechts, links hier. Rechter Trigger, linker Trigger. Soll man jetzt auch. Der bewegt sich ja immer noch. Danke. So, wir sind immer noch auf dem Weg zur Tankstelle übrigens, ne? Um Benzin, ich habe eigentlich schon komplett vergessen, was wir überhaupt machen sollen. Wir sollen Benzin holen, damit wir die Leichen verbrennen können. Okay. Und wir sollen Zündkerzen einsammeln. Die sind bestimmt noch gut hier. Wow, das ist ja ein Traum hier. Wir sind ja eigentlich schon bei Minute 20 und eigentlich müssten wir ja schon bei der nächsten thematischen Pause eine Pause machen. Aber als Martin macht es gerade irre Spaß. Der sitzt hier wie ein kleines Kind. Ich bin echt kleines Kind, das irgendwie in Therapie muss. Und er hat auch so weißen Schaum vorm Mund und kichert so irre. Martin, wenn ich sage, wir machen ein bisschen länger, dann gebe ich dir die Zeit nicht, dass du hier in den Taschen rumkramst. Ja, komm. Mach mal Wart. Ja, ja. Oder wir machen jetzt eine Pause und du machst das gleich weiter. Und gehst. Sollen wir noch einen fünften Teil machen? Ja, wir sind total verrückt. Wir machen eine Pause und gleich noch einen. Und du darfst aber weiterspielen. Juhu! Also bis gleich. Tschö.